Im letzten Tutorial haben wir uns mit Achteln beschäftigt und der Kombination von Vierteln und Achteln. Das heißt, mittendrin mal sowas rausnehmen und schon entsteht ein Offbeat-Gefühl. Doch wenn es wirklich darum geht, Offbeat zu üben, dann wird es nochmal richtig kompliziert, denn viele haben dann Angst, den Schlag völlig zu verlieren. Wie gut, dass wir ein Metronom bei uns haben, das uns immer wieder sagt, wo der Schlag wirklich sitzt. Stefan Mattner wartet in seiner Schule Everything is Rhythm, Rhythm is Everything, bis zum Kapitel Nummer 6, bis er dieses Thema Offbeats wirklich nochmal gnadenlos durchzieht. Und da findet ihr gleich in der Übung 47 alle Offbeats, die man so im Viervierteltakt haben kann, nämlich auf die 1 und auf die 2 und auf die 3 und auf die 4 und. Und hier hilft wieder das Einpendeln sehr, wenn man sich also so ein bisschen bewegt und merkt, da geht mein Kopf hoch, ihr erinnert euch an die letzte Lektion, da haben wir das auch gemacht. Dann kann ich die nochmal wirklich ganz explizit wahrnehmen. Und zählt es so ein bisschen mit. Und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht an das eine oder andere Rap-Video, wo es dann Yo, yo, brother, yo, immer schön auf diesen Offbeat drauf. Die können das schon. Reggae ist auch eine Musik, bei der es ständig auf den Offbeat geht. Also klatsche ich die mal. Und zwei, und zwei, und drei. So, ganz wichtig, nicht so, nicht irgendwo in die Lücke, sondern wirklich genau dazwischen. Und dafür müsst ihr mitzählen. Und zwei, und drei. Und dann nehme ich mir mein Saxophon und spiele das wieder mit meinem Lieblingston oder dem, den er aufgeschrieben hat, also dem C. Scheiße! Es braucht totale Konzentration, damit ihr da auf dem Puls bleibt. Und wenn ich jetzt mal umblättere, dann finde ich ab der Lektion Nummer 49 explizit jeden einzelnen Offbeat nochmal angespielt, den ich im Viervierteltakt habe. Das heißt, er hat zuerst die 1 und, dann kommt die 2 und, hinten kommt dann die 3 und dann die 4 und, damit ihr die einzeln nochmal wirklich ansteuern könnt. Geht dann zum Beispiel so mit der 1 und. Ich spiele es gleich mal. 2 und 3 und. 2 und. 3 und 4 und 1 und. 3 und 4. 3 und 2 und 3. 4 und 1 und 2. Und die 4 und 2 und 3 und 1 und 2 und. Wer das jetzt langweilig findet, der hat offensichtlich kein Problem damit, im Bläsersatz zum Beispiel mal voll auf die 4 und zu treffen. Und das natürlich zum Beispiel im Tempo 120. Nehmen wir mal die 4 und. Weiter. Ihr merkt schon, das Ganze ist nicht einfach, aber es lässt sich super strukturiert üben. Wenn man es einmal tut, versteht man diese Offbeats viel, viel besser. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und in der nächsten Runde geht es dann um Kombinationen von verschiedenen Notenwerten. Viel Spaß!